Ein Wächter, der für eine Firma tätig ist, der macht das ja nicht aus Eigennutz, sondern er arbeitet für die Firma. Und wenn er handelt, dann handelt er im Interesse der Firma. Wenn er beispielsweise eine Gefahr sieht, eine Sicherheitslücke oder wenn er einen Einbruch beobachtet, dann handelt er nicht aus Eigennutz, fragt sich jetzt, okay, was könnte ich tun, sodass es mir am besten geht, sondern er handelt im Interesse der Firma. Und so ist Allah mit dieser Welt. Er handelt nicht zu seinem Nutzen, es kann ihm sowieso niemand nutzen. Und wenn er etwas durchsetzt, dann nicht für sich selber, sondern weil dadurch das Gute bewahrt wird und beschützt wird, auch in unserem Leben und auch dann, wenn man es manchmal nicht sieht.